Hallo liebe Fische, herzlich willkommen bei Imbalanced Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Jahr 2024 in der Liebe auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Fische bitte, was kommt im Jahr 2024 in der Liebe auf Fische zu, bitte. So. Fische. Schauen wir mal. Hoppala. Treues Herz. 35. Ja, hier. 35. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Hier haben wir oben diese Schlüssel hängen, zwei Eulen, ja, sind ja sehr fromm, sind ja sehr weise Tiere, ja, treues Herz, ja, das hier ist nicht eine Bollywood-Romanze, wo man halt das Gefühl hat, man gehört, das ist nicht so Twin Flame Zeugs, Zwillingsflamme sei, ja, sondern, dass hier wirklich zwei erwachsene Menschen auf eine weise, intelligente, durchdachte Art und Weise einander auserwählen. Okay. Treues Herz, 35, Quersumme 8, ist auch die, also das ist dann die Kraftkarte, ja, ist auch die Jahreskarte von 2024, Quersumme 8. Bei der Kraftkarte geht es darum, dass man nach der Siebner Karte, dem Wagen, eine Situation stabilisiert, eine Situation heilt, wieder gesund wird, okay. Ich mag jetzt nicht so groß, also ich mag nicht so gesundheitliche Themen ansprechen, aber eben ist halt auch diese körperliche Stärke, die du im Jahr 2024 spüren wirst. Ich kann mir vorstellen, dass du sportlicher wirst nächstes Jahr, ja, mehr Muskeln haben wirst, okay. Komischerweise sehe ich nicht viel weniger Fett, aber mehr Muskeln. Musste echt aufpassen. Also ich habe damals nur Krafttraining gemacht, okay. Und am Anfang sieht das dann nicht so gut aus. Okay, aber also die Muskeln sorgen dann schon dafür, dass das auch dein Fett dann verbrennen wird. Okay, es ist für jene, die einen Überschuss haben. Ja, es kann dann blöd aussehen, wenn man Muskeln aufbaut und das alte Fett noch da ist. Ja, kann das ein bisschen blöd aussehen, aber mit der Zeit, ja, verbrennen die Muskeln diese Fettanteile und dann, ja, wird alles wieder gut. Okay, einfach nicht erschrecken. Ganz am Anfang kann man ein bisschen dicker aussehen. Okay, kommen wir zurück zum Spirituellen. Zur Liebe, bitte. Was kommt im Jahr 2024 auf Fische zu, bitte? Vier der Münzen. Momentan habe ich den Eindruck, Fische, dass du gegenüber jemandem sehr verschlossen wirst, sehr verschlossen bist, Entschuldigung, nicht sehr viel von dir preisgibst und mit vier der Münzen auch nicht einmal Zukunftspläne mit jemandem machst. Okay? Es ist so dieses, oder mit diesem Menschen kannst du vergessen, mache ich niemals Zukunftspläne. Mit diesem Menschen werde ich mich niemals auf eine vernünftige Art und Weise, ja, zusammentun, ja, diesem Menschen mein treues Herz geben oder ähnliches. Nee, vergiss es. Zurückhaltung pur hier. Oh. Zurückhaltung pur hier, vier der Münzen für das Jahr 2024. Ich habe den Eindruck, dass du nächstes Jahr... Ah, okay. Du lernst nächstes Jahr gescheiter mit deinen Ressourcen umzugehen und das bringt dir auch das Glück dann in der Liebe. Du lernst deine Zeit schätzen, du lernst dein Geld schätzen, du lernst deine Zukunftspläne schätzen. Wenn mir meine Zeit scheißegal ist, oder, dann bin ich ja die ganze Zeit mit jemandem beschäftigt. Schreibe da die ganze Zeit, denke die ganze Zeit an diesen Menschen, oder? Wenn ich sage, die Zukunft oder meine Zukunft interessiert mich nicht, dann gehe ich hin und verspreche jemandem alles Mögliche, weil es ja egal, was ich will. Ja? Aber da hat sich was verändert bei dir, Fische. Ich denke, das zeichnet sich schon seit dem Jahr 2023 ab, dass du deine Zeit, deine Lebenszeit mehr zu schätzen weißt und dadurch, Fische, viel gesündere Beziehungen zu Menschen aufbauen kannst. Ja.
Schulden werden abbezahlt. Ich sehe dich sehr rechnungsorientiert. Ja, welche Rechnungen habe ich? Was muss ich abzahlen? Sehr verantwortungsbewusst diesbezüglich im Jahr 2024. Ja, okay. Ja, okay. Sechs der Schwerter hier. Ja. Es gab hier, schau mal, hier habe ich die Weltkarte. Es gab hier in der Vergangenheit sechs der Schwerter. Probleme zwischen euch beiden, und zwar im Jahr 2022. Woher weiß ich das? Sechs der Schwerter hier ist die Tochter bzw. der Sohn. Nee, Schwerter sind eher Sohn. Der Sohn von die Liebenden, sechste große Arkana, ist die Jahreskarte für 2022. 2022, Fische, war zwischen euch beiden die Hölle los. Das war einfach nur bekloppt, was da passiert ist. Und ihr hattet jetzt im Jahr 23, hattet ihr sozusagen die Übergangsphase, ja, die jetzt entschieden hat, dass ihr euch nicht trennen werdet, sozusagen. Falls das noch nicht eingetroffen ist, dann wirst du es Anfang 2024 merken, ja, dass diese Krise im Jahr 22 euch nicht trennen wird. Mit Sechs der Schwerter sehe ich eben deine Haltung hier. Ja, du wurdest hier, schau mal, ich zeige dir die Drei der Schwerter-Karte. Du wurdest hier im Jahr 2022, ich rede jetzt hier vom Kollektiv, schau, donde ist da? Hier, es liegt auch gleich bei drei der Kelche, also da wurden einige betrogen. Hä? Im Jahr 2022 wurdest du belogen, betrogen, hintergangen. Ja, dein Herz wurde zerstochen. Okay. Und deswegen hältst du jetzt dein Herz hier verschlossen. Siehst du, wie du die Münze hier vor der Brust hältst? Ja? Drei der Schwerter, doppelte Energie, sechs der Schwerter. Momentan kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, mit diesem Menschen vorwärts zu machen, Fische. Okay. Ich habe den Eindruck, dass hier mit Sechs der Schwerter sehr viele unausgesprochene Themen da sind. Ich habe den Eindruck, oder es gibt ja so diese klischeehafte, es gibt so diese klischeehafte Schiene da, oder zwei Menschen, die kommen zusammen und dann sammeln sich Ärgernisse an, es sammelt sich Wut an und es wird alles unter den Teppich gekehrt, um den Frieden zu wahren, und am Ende platzt die Bombe und es wird betrogen, belogen, hintergangen. Kennt ihr das Klischee? Ja, genau das ist euch passiert. Also es gibt hier zwischen euch beiden viele Dinge, die sich unter dem Teppich befanden. Okay. Und diese wurden hervorgeholt hier. Und jetzt ist so im nächsten Jahr sozusagen die Zeit gekommen, in der ihr verschnauft, ja, so diese Ruhe nach dem Sturm haben werdet. Okay. Ass der Schwerter. Also jene, die hier keinen Kontakt haben, haben hier dann definitiv Kontakt nächstes Jahr. Okay. Ass der Schwerter, das steht für die Klarheit, das steht für einen Schnitt hier. Es wird hier einen extremen Schnitt geben nächstes Jahr. Ich habe den Eindruck, Fische, dass hier im Jahr 2024 irgendetwas passieren wird. Ich sehe so März, April. März, April passiert etwas wortwörtlich Einschneidendes, das hier ein für alle Mal alles verändern wird. Also ich schaue da nicht, ich erkläre es jetzt rasch, ja, dann ziehe ich hier noch weitere Karten. Ich werde in der Fortsetzung werde ich mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Und dann werde ich eben mit diesen Karten schauen, was Monat für Monat auf dich zukommt nächstes Jahr. Okay, und dann wirst du auch sehen, ich spüre so März, April passiert etwas Einschneidendes, das euch näher zusammenbringen wird, okay? Und diese Karten, Monat für Monat schaue ich hier, von Januar über Februar, März, April bis Dezember. Und überall da, wo Action ist, ziehe ich eine Zeitkarte und frage dann am Ende noch ganz klassisch, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Okay, das mache ich in der Fortsetzung. Und noch eine Info. Ist eine Legung für ein ganzes Jahr. Alle Infos drücke ich hier durch. Mir sicher. Es tut mir mega leid, dass deine Legung so spät kommt. Ist immer wieder was dazugekommen. Und eine Jahreslegung ist sehr anstrengend. Also das hier erlebst du in 5 Monaten. Ich erlebe es jetzt in wie viel?
Wie lange geht das? In 10 Minuten erlebe ich all die Gefühle, die du in 4, 5 Monaten erleben wirst. Ja, das ist ein Jahr, wonach du dann so denkst, wow, was für ein Jahr. Ja, Kopf, ich erlebe das hier in Minuten. Okay? Und deswegen ist es sehr anstrengend und immer wieder ist irgendetwas dazugekommen. Und ich will ja auch, wenn ich diese Legungen mache, dann bin ich 100% konzentriert. Und ich bin da, ich bin jetzt gerade voll Fische im Jahr 2024, irgendwo im Mai. Ja? Ich bin jetzt voll da. Und deswegen ist es immer wieder verspätet gewesen, ja, musste ich es immer wieder verschieben und jetzt ist es ziemlich spät gekommen, bis das letzte Sternzeichen. Aber dafür hast du bis Ende Dezember 2023 50% auf die Fortsetzung der Jahreslegung. Das haben nur du und Jungfrau. Okay? Du musst den Code Fische 2024 alles zusammen und groß geschrieben eingeben bei Discount Code. Hier siehst du, ich schreibe es hier auch, Fische 2024, alles zusammen und groß geschrieben. Dann bekommst du bis und mit 31. Dezember 2023 bekommst du dann 50% Rabatt auf die Fortsetzung. Okay? So als Entschuldigung dafür, dass deine Legung so spät kommt. Okay. Verspätet nicht, wir haben noch 23, aber es ist schon, ja. Ich wollte eigentlich viel früher schon fertig sein mit den Jahreslegungen. Schauen wir mal. Im April, Mai, März, April, Mai. Merkt ihr die Zeit? März, April, Mai, da passiert etwas Einschneidendes. Es wird euch aufrütteln und es wird dafür sorgen, dass du dir gar nicht mehr Gedanken machen wirst über das, was in der Vergangenheit hier passiert ist. Plötzlich öffnet sich dir hier ein neuer Weg mit diesem Menschen. Zweite große Arkana, die Hohepriesterin hier. Mit der Hohepriesterin haben wir hier Granatäpfel abgebildet, die Fruchtbarkeit darstellen, ja, so diese Entstehung von etwas. Und gleichzeitig ist die Hohepriesterin auch eine Fischekarte, okay? Und das zeigt mir hier, dass du spätestens Mitte Jahr dir 100% sicher bist, zweite große Arkana hier, zwei Eulen hier, dass dieser Mensch der richtige Mensch für dich ist. Ja? Mit diesem Menschen möchte ich gedeihen, möchte ich mich vermehren. Das muss nicht nur Kinder sein. Okay? Möchte ich mich vermehren, dieser Mensch ist mein Weg, dieser Mensch ist Fischeweg sozusagen und deine Intuition, deine Gedanken, deine Gefühle werden alle 100% Ja sagen. Okay? Schau, König der Münzen. Okay. Fische. Die Legung fängt hier an mit 4 der Münzen und endet hier mit König der Münzen. Dieser Mensch wird dir nächstes Jahr so viel Stabilität, so viel Zeit, so viel Vertrauen, so viel Geld, ja, ich spreche es an, auch Geld dir geben, dass all das, was dich bisher zurückgehalten hat, komplett vergessen gehen wird. Also du wirst das komplett vergessen, was da in der Vergangenheit war. Es geht hier nicht darum, dass dieser Mensch dir wehgetan hat und du nun bezahlt wirst und die Klappe hältst. Nee. Es ist nur unter anderem Geld. Dieser Mensch wird hier, das ist König der Münzen, der ist hier überall verwurzelt und siehst du hier diese Trauben überall? Ja, es geht hier darum, wo dieser Mensch ihre Früchte abgibt, wo dein Gegenüber sich verwurzelt, in was dieser Mensch ihre Zeit, Geld oder Ressourcen investiert und dieser Mensch wird all das 100% in deine Richtung fließen lassen. Jede Minute, die dieser Mensch frei hat, wird dir gewidmet. Jedes übrige Geld, das hier ja, auf dem Konto ist, wird dir geschenkt. Dieser Mensch wird dir ganz viel schenken, auch monetär gesehen. Irgendwelche Zukunftspläne, ja, irgendwas, oder Oktober 2031, die gehören alle dir. Dieser Mensch gibt sich hier 100% im Jahr 2024 dir, Fische, und das wird dann hier dir die Bestätigung dafür geben und die Sicherheit dafür geben, ja, hier, dass du bei diesem Menschen am richtigen Ort bist. Okay. Ich werde jetzt hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Mit diesen Karten schaue ich dann Monat für Monat, was im Jahr 2024 auf dich zukommen wird. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann weißt du, wann genau es passieren wird. Und hier
Diese Karten werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.